Hallo liebe Filmfreunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal Andis Kinoblog. Ja, ich bin heute nicht alleine, ich habe heute die Sandra, meine Frau, mitgebracht. Hi, hallo zusammen. Denn wir beide haben zusammen was Schönes gebaut. Und ja, ich habe das Projekt Alien Egg ja zu Ende gebracht und da war mir langweilig und ich habe gedacht, lasst uns doch einfach mal zusammen was starten und ja, dabei rausgekommen ist. Hier das Jurassic Park E-Stock Schild. Genau, wir haben das Jurassic Park E-Stock Schild nachgebaut. Ich würde mal sagen, schon fast in Größe 1:1. Es ist ein bisschen schwierig. Es gibt im Internet leider keine genauen Größenangabe. Und man sieht nur im Film, wo der, ich glaube, Ned Lee hieß der, ne? Der Dicke, das Schild halt in der Hand hat. Und jetzt muss man natürlich auch gucken, der ist auch ziemlich klein. Wir haben es jetzt so circa 1,70 Meter gemacht und dementsprechend auch die Insel und hier das Dings angepasst und natürlich die ganzen anderen Schilder. Ja, es war schon gestern eine Herausforderung gewesen. Wir haben jetzt ein Viertel Tage benötigt. Und Jupiter will auch mit aufs Bild, ja, beziehungsweise auf den Film. So. Und ja, das ist dabei rausgekommen und ich muss wirklich sagen, es ist einzigartig, es ist richtig geil und es wird in meine Filmsammlung passen, weil ich ja ein Projekt starte, das nennt sich Jurassic Park. Und Jurassic Park und da wird noch was kommen. Ich habe ja eine Ankündigung gemacht, der T-Rex-Kopf von Chronicle und ich will noch was hier ein Diorama bauen, was dann zu dem beziehungsweise zu dem T-Rex passen wird. Wie das dann vonstatten gehen wird, das müssen wir einfach noch gucken. Ich habe schon ein paar Sachen im Kopf, aber letztendlich muss man dann schauen, wie sich das dann alles umsetzen lässt. Ja, das E-Stock-Schild. Sandra, magst du mal erklären, was wir hier verbaut haben? Und zwar seht ihr hier, das sind keine Spannungsplatten, sondern MDF-Platten, genau, nennen die sich. Und die haben wir halt vorher ausgeschnitten, abgefeilt an den Rändern und dann mit Acrylfarbe angemalt. Bei dem Schiff seht ihr, das haben wir mit Fotopapier ausgedruckt, zugeschnitten und dann mit Sekundenkleber aufgeklebt. Genau. Und hier beim E-Stock-Schild haben wir auch die Buchstaben auf Fotopapier ausgedruckt und dann auch aufgeklebt. Richtig, weil es war halt etwas schwierig, die ganzen Sachen wie das Schiff und ja, man muss halt auch die Jurassic Park Schrift haben und genau, auch das mit dem Orange-Gelb und ja, auch mit der Schriftart das so zu machen, dass es wirklich auch nachher richtig aussieht. Ob das jetzt die 100%, also wir haben Jurassic Park Schrift geholt, es gab jetzt auch keine Vorlage für East Dock, wir haben das einfach aus dem Internet, habe ich das in Photoshop bearbeitet und ja, das war schon ein bisschen schwierig gewesen, aber letztendlich haben wir dann Fotopapier ausgedruckt und wir haben das dann aufgeklebt mit Sekundenkleber. Es war für mich oder für uns jetzt die einfachste und schnellste Lösung. Ja, was kann man noch damit machen? Hier das Schild, wo der Pfeil ist, das kann man also in alle verschiedenen Richtungen drehen. Warum kann man das denn drehen? Weil das ja im Film genauso auch war. So, und wenn du nicht mehr weißt, wie es ins Wohnzimmer geht, was machst du dann? Dann lege ich mir den Pfeil so. Dann legst du den Pfeil so, oder? Machst Zufallsprinzip, ja, zack. Genau, ja, es ist nicht ganz in der Wucht, aber es ist jetzt auch nicht so schlimm. Und genau. Ich finde, das ist trotzdem total toll geworden. Ja, und was haben wir unten gemacht, damit es steht? Wir haben zwei Winkeleisen genommen und das Ganze dann halt an so einer Bodenplatte befestigt. Richtig. Das sieht natürlich jetzt noch alles ein bisschen karg aus und unten ist noch die Scannernummer drauf von dem Winkeleisen. Das machen wir noch ab. Der Hund will spielen. Guck mal, der Hundi will spielen. Und ja, wir haben extra eine etwas größere Platte geholt, weil da wollen wir vielleicht noch so zwei, drei Blümchen draufstellen, so zwei Zimmerpflanzen. Das wertet dann den Dschungellook ein bisschen auf. Mal sehen, was wir da noch machen. Ja, ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr geil. Und wie gesagt, das hier ist alles Holz. Das ist separat aufgeschnitten und dann drauf gemacht worden, dass wir hier so einen kleinen 3D-Effekt haben, wie praktisch im Film halt. Ne? Und wie gesagt, das Schiff ist, das ist aufgeklebt und für uns, sage ich mal, für uns reicht das so. Ich ja, finde, das ist schon also wirklich genial geworden. Ja. Es war halt wirklich schwierig, das hier auszusägen. Wir hatten nur eine Handsäge, also so eine Stichsäge und dann mit dem
die Schablonen auszeichnen. Also wir haben wirklich gestern den ganzen Tag jetzt daran gearbeitet. Das habe ich heute Morgen fertiggestellt, um 8 Uhr so circa. Ich war schon so um 7:30 zu Hause. Ich hatte noch Nachtschicht. Und ja, ich würde sagen, das war's. Wir verabschieden uns. Ja, ciao, macht's gut. Und vielleicht werden wir noch weitere Projekte zusammenbauen. Mhm. Das war richtig cool. Sie hat also, ich werde noch ein paar Bilder gleich einblenden von den Produktionsschritten. Das wollte ich jetzt ersparen, aber sie hat halt also wirklich komplett hier die filigrane Arbeit hat sie gemacht. Das ist nicht so mein Ding. Und auch das Schmirgeln, ja, es ist an einigen Stellen jetzt nicht ganz 100.000% rund, aber meine Fresse. Also für eine Kreis- oder Stichsäge ist das schon okay und man benutzt das ja auch nicht alle Tage. Ja, ihr Lieben, das war's von uns. Wir verabschieden uns jetzt. Sandra hat es ja schon gemacht. Ja. Und wir sehen uns bei meinem nächsten Video. Haut rein, euer Andi von Andis Kinoblog mit Sandras Kinoblog. Und so, bis dann. Ciao. Ciao. Tschüss. Okay. War gut. Ja.